Die Montagsdemo lebt. Auch in Chemnitz gehen die Leute jeden Montag um 18 Uhr beim Roten Turm auf die Straße. Demonstriert wird gegen die Hartz-IV-Gesetze und gegen die derzeitige Regierung. Ein Thema war jetzt das 500 Milliarden Euro Geschenk an die Banken. Dass solche Beschlüsse bei den Arbeitslosen und Geringverdienern auf wenig Verständnis stoßen, ist verständlich. Ob der neue perfekte Sozialismus, der dabei verkündet wird, der richtige Weg ist, bleibt dahingestellt. Die Montagsdemo sollte eigentlich eine Veranstaltung sein, die den Regierenden klar macht, wie ungerecht ihre Gesetzgebung ist.